Doppelzeit, heute mit Part 1 von einem kleinen Zweiteiler. Und zwar soll es um Spannungsregler gehen oder allgemein Spannungsregelung. Ja, wenn es um Spannungsregelung geht, dann haben wir ja viele verschiedene. Auf so fertigen Devboards ist meistens irgendein Linearregler verbaut, aber ich denke, die meisten von uns, die kennen dann auch hier solche kleinen Schaltreglermodule oder halt die etwas größeren. Die sind alle ganz toll, aber sie haben ein Problem oder einen Nachteil. Sie sind nämlich meistens auf etwas getrimmt, was nicht dasselbe ist, was man selber haben will. Hierbei haben wir einen Linearregler und dass der ineffizient ist, das sollte eigentlich klar sein. Hier bei dem Mini-Ding, da haben wir es so, dass es zwar ein Schaltregler ist, aber er ist einstellbar. Das heißt, das könnte sich dann auch beim Thema Effizienz negativ bemerkbar machen, weil man halt einen größeren Bereich abdecken muss und nicht auf eins optimieren kann. Der hier, gute Frage, den habe ich noch nicht ausgepackt. Könnte sein, dass der gut funktioniert, aber die hier sind für einen höheren Strom gedacht. Das heißt, wenn man da geringere Ströme rausnimmt, könnte es sein, dass hier da dann auch mit der Effizienz ein bisschen zurücksteht. Und ja, meine Idee ist jetzt, ich probiere mich mal und designe selber einen, also Stern. Ich stelle selber einen zusammen und dann gucken wir mal, was denn da rauskommt, ob das, was ich selber bastel, besser ist als das, was man fertig als Modul kaufen kann. So, meine Aufgabe ist es, einen ESP32 da ans Laufen zu kriegen, mit ein bisschen Funk außenrum. Also das, wo entsprechend die fertigen ESP-Boards häufig einfach einen Linearregler einsetzen. Und das will ich natürlich nicht. Heißt dann irgendwie 3,3 Volt sollten rauskommen. Und ja, dann gibt es da noch ganz andere Anforderungen. Denn ich möchte jetzt einen ESP32 betreiben, aber von denen hier. Den guten alten 18650 NMC-Zellen. Warum? Naja, ich habe noch größere Mengen davon und die kann man ja da gut verbrauchen. Das Problem ist, die haben einen Spannungsbereich zwischen 3 Volt und 4,2 Volt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall da eine Spannungsregelung durchführen, denn so ein ESP, der hält nicht ganz so viel aus. Ich glaube, bei 3,5, 3,6 Volt ist die Obergrenze. Das heißt, wir müssen runter auf 3,3 Volt. Und das ist prinzipiell eine Aufgabe, die man mit allen drei von den gezeigten Modulen erledigen kann. Gibt da nur einen kleinen Haken. Denn an dem ESP möchte ich einen Sensor betreiben und der hätte schon gerne seine 3,3 Volt. Das heißt, wenn wir hier den Akku auf 3 Volt runterfallen lassen oder gar noch tiefer, wäre das auch unschön. Das heißt, es wäre cool, Bug Boost zu haben, also einen Spannungsregler, der sowohl die Spannung senken als auch erhöhen kann. Da gibt es auch fertige, die findet man meistens unter dem Stichwort Zeppic Module. Allerdings, die waren bei mir bisher sehr, sehr ineffizient. Und wenn man das Ding halt mit einer Batterie betreiben möchte, ist Effizienz halt eins der wichtigsten Punkte. Deswegen bin ich hingegangen und habe mir da mal selber was designt. Okay, zugegeben, designen lassen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Herr für Schaltregler-Design, denn wir alle wissen ja, alles ist eine Antenne, manchmal sogar absichtlich. Glücklicherweise gibt es da ein paar Helfer. Ich hatte mich da für TI, also Texas Instruments, entschieden, einfach weil ich mit denen schon mal in der Vergangenheit gearbeitet hatte und das recht gut funktioniert hatte. Die haben auf ihrer Webseite den sogenannten Power Designer. Da gibt man einfach seine Werte ein, die man haben will und kriegt dann ein paar wunderschöne Vorschläge. Einen von denen habe ich mir jetzt mal hier gekrallt und das baue ich dann mal auf und dann gucken wir mal, ob meine DIY-Version da mit den Originalmodulen, die man fertig kaufen kann, mithalten kann oder halt, wie ich hoffe, sogar besser ist. Der Chip, für den ich mich entschieden habe, das ist der hier. Das ist der TPS63021DSJR. Das ist ein Bug Boost Regulator, also einer, der sowohl die Spannung hoch als auch runter machen kann. Das Ganze fix auf 3,3 Volt, das heißt, es kommen immer 3,3 Volt raus. Gibt es auch in einer einstellbaren Version, aber da ich 3,3 Volt brauche, spare ich mir die externen Bauteile jetzt hier. Und das Ganze ist ja angegeben mit 3,5 Ampere, wobei ich da mal einen Stern dran mache, denn ich hatte das Ganze jetzt nicht für 3,5 Ampere ausgerechnet. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass die Komponenten außenrum eher für kleinere Spannungen oder Ströme optimiert sind.
Wie ihr erkennen könnt, das Ganze ist jetzt hier von DigiKey, weil ich da einfach bestellt hatte. Das ist ein recht großer Distributor, der halt da auch das Originalzeug rausrückt. Gleiches gilt für so ziemlich alle Support-Komponenten. Das ist sehr überschaubar. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine Spule, 22er Kondensatoren, 22 Mikrofarad, ein paar 10 Mikrofarad Kondensatoren und theoretisch noch 100 Nanofarad. Die habe ich jetzt tatsächlich nicht gekauft, weil da habe ich noch hier meinen Lebensvorrat. Da werde ich mich da bedienen. Das passte gerade von der Größe und so. Das heißt also, wir bauen das hier im optimalen Zustand auf. Zumindest einmal, denn ne, die Chips sind teuer. Ich habe mir auch direkt mal von einem chinesischen Händler einen 10er-Pack schicken lassen. Ich glaube, der 10er-Pack war günstiger als die, was sind es jetzt? Ich glaube, 2 Stück, die ich mir hier original geholt habe. Genau, Quantity 2. Das heißt also, das wäre natürlich eine super Ersparnis. Und ja, diese Chips aus China lasse ich dann mal antreten gegen das Original. Die haben alle noch ein kleines Problem, denn wenn wir uns die mal hier rausholen und angucken, das ist hässlich zu löten, aber an der Stelle kommt da mein Liebling, nämlich die Firma Not Return, Not Seller ins Spiel. Ich denke, die Profis wissen, ich habe mir einfach ein paar Platinen bestellt und sogar ein Stencil, in der Hoffnung, dass das die Disassembly einfacher macht. Es ist tatsächlich, wenn ich die China-Bauteile benutzen würde, wahrscheinlich günstiger als manche Fertigmodule, die es so gibt. So, und dann schauen wir uns das mal an. Die Platinen schön eingepackt und das Stencil mit sehr wenig drauf, aber dafür dummerweise sehr kleine Komponenten. Auf der Kamera kann man es fast gar nicht sehen. Naja gut, ich hoffe mal, das kriege ich irgendwie zusammengebaut. Insbesondere da meine Pasten wahrscheinlich schon ein bisschen länger liegen. Na gut, gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Und hey, jede Menge von diesen Dingern hier. Das ist ungefähr plus minus das Design, was online empfohlen wurde. Mit Glück funktioniert's. Gut, schnappen wir uns mal 2. Oder, klar, machen wir direkt von jedem 2. Und dann gucken wir, was denn am Ende da rauskommt. In der Hoffnung, dass das hier mit dem Stencil funktioniert. Und ich dann nur noch hoffen muss, irgendwie die Dinger gerade drauf zu kriegen. Ja, erster Schritt ist also das Stencil, das heißt dieses dünne Metall. Das wird auf die Platine aufgelegt und dann wird durch die Löcher Lötpaste gepresst. Das muss natürlich sehr genau ausgerichtet werden, dass das einfacher möglich ist. Dafür nehme ich mir hier so ein paar alte Platinen und baue mir erstmal eine Plattform, sodass ich auch neben der Platine noch irgendwas habe, wo das Ding dann auflegt und sich nicht biegen kann. Das Ganze natürlich schön auf dem Tisch auch festkleben, dass es nicht verrutschen kann. Dann bleibt mir hier so eine Lücke, die ist jetzt nicht optimal, aber ich kann es hier unten in so eine Ecke reinlegen. Dann sollte das von der Ausrichtung eigentlich passen. Dann nehmen wir uns dieses Stencil und legen das einmal hier drüber. Da müssen wir jetzt sehr genau arbeiten, dass die Löcher im Stencil genau mit den Lötstellen, also den einzelnen Pads für die Bauteile da auf der Platine übereinstimmen. Und in der Position klebe ich dann das Stencil hier auch nochmal am Tisch fest. Dann kann ich das hier so hochklappen und kann dann entsprechend da die Platinen unten drunter immer wieder austauschen und mehrere dann mit Paste versorgen. Speaking of Paste, die Lötpaste hier kommt in so einer Spritze. Da mache ich mal einfach ein bisschen was hier drauf. Und dann mit so einem Spatel 45 Grad Winkel einmal drüber ziehen. Das drückt sich in die Löcher und mit etwas Glück ist das jetzt auf der Platine. Wer keinen Spatel hat, eine alte Plastikkarte, so Mitgliedskarte, irgendwas in die Richtung, die tut es üblicherweise auch. Wenn wir uns jetzt die Platine hier mal ein bisschen genauer angucken, die sieht schon mal ganz gut aus. Wir haben jetzt auf den einzelnen Stellen da, wo es auch hingehört, die Lötpaste drauf. Wenn das ein bisschen verschmiert ist, ist das nicht ganz so schlimm. Die Oberflächenspannung vom Lötzinn sorgt am Ende dafür, dass sich das Ganze so halbwegs in die richtige Position zieht. Der Lötstopplack auf der Platine hilft da natürlich auch. Und ja, wenn eine gut funktioniert hat, dann machen wir doch direkt die nächste. Also wieder da unten hinlegen, gucken, dass das alles noch passt. Die Lötpaste vom Spatel mal wieder ein bisschen verteilen und nochmal drüber ziehen. Jetzt hat irgendwie die Platine unten dran gehangen. Das ist natürlich nicht ideal, aber ist wieder abgegangen und sieht erstmal auch ganz gut aus. So, ich hatte ja 2 vom Original. Ich würde sagen, ich mache 2 Original und 2 von den China-Bauteilen. Das heißt, noch 2 davon.
ab und zu mal ein bisschen abwischen und dann sind die Platinen auf jeden Fall schon mal fertig. Platine allein tut aber noch nichts, also fangen wir mal an mit den Bauteilen. Wie gesagt, das ist sehr überschaubar. Wir haben lediglich 5 verschiedene Bauteile. Eins davon kommt in dreifacher Ausführung drauf. Das heißt also 7 Bauteile insgesamt, die wir hier bestücken müssen. Also nehmen wir hier mal ein paar raus. Das sind jetzt die ersten. Das sind die 10 Mikrofarad Kondensatoren, die entsprechend am Ausgang dranhängen. Die in 0402 als Größe. Also schon etwas, was nicht ganz so einfach zu machen ist, aber ja, mit Mikroskop geht das üblicherweise. Und ja, leider ist es heute nicht das kleinste Bauteil. Als nächstes kommt dann der Eingangskondensator, der ist 22 Mikrofarad und ein bisschen größer, das ist 0603. Wenn das drauf liegt, die Spule, die in 0806 das größte Bauteil. Und der 100 Nanofarad Kondensator da oben, das ist, wie gesagt, von mir, das ist auch 0603. Zumindest auf der Theorie, denn dafür, dass C1 und C2 beide 0603 sein sollen, sind die doch irgendwie sehr unterschiedlich groß. Meh, passt schon. Last but not least, das Sorgenkind, nämlich der IC. Da müssen wir aufpassen, da gibt es nämlich eine Richtung. Der Punkt muss in dem Fall hier nach oben links, wo ich den Pfeil hingezeichnet habe. Und den zu positionieren ist ein bisschen nervig, denn wir sehen, der hat oben und unten jeweils 4 Pins und links und rechts dann auch nochmal 7. Und die Pins sind auch nicht besonders groß. Also die Breite, von der wir hier sprechen, das ist, ich glaube, eine Breite von 0,2 mm mit nochmal 0,2 mm Abstand. Das ist also schon so irgendwo unterhalb von 0402, so Richtung 0201 als Größenvergleich. Und da musste ich jetzt ziemlich rumhantieren, um die wirklich gerade hinzusetzen. Glücklicherweise kann man hier im Mikroskop das, wenn man kippt, relativ gut sehen, ob die Lötstellen vom Chip selber dann tatsächlich auch mit den Pads da übereinstimmen. Und nach ein paar Versuchen war das dann auch passend da drauf. One done, 4 to go. Und ja, ich glaube, den Prozess muss ich jetzt nicht nochmal beschreiben. Also einfach 3-mal den Kram wiederholen und alles draufsetzen. Am Ende muss das Ding dann noch gelötet werden, dazu dann einmal Heißluft drauf und wie ich gemerkt habe, nicht mehr zu viel Luft, weil dann fliegen die Bauteile los. Glücklicherweise nicht komplett weggegangen, ein paar haben sich verschoben, die kann man dann aber, solange es heiß ist, noch mit der Pinzette in die richtige Position machen. Und ja, dem Chip in der Mitte, den kann man mal so einen kleinen Stupser geben, wenn er sich dann wieder zurückzieht, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass er an der richtigen Stelle ist. Ja, auch das wiederholen wir dann entsprechend 3-mal. Mit mehr oder weniger Notwendigkeit hier nochmal Korrekturen vorzunehmen. Und am Schluss habe ich dann 4 Boards vor der Nase, die entsprechend dann hoffentlich funktionieren. Gerade nochmal mit dem Multimeter geguckt und so ein paar Stichproben gemacht. Es scheint so, als ob tatsächlich alles da ist. Okay. Was mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, die ICs, die ich aus China bekommen habe hier, die sind nicht ganz identisch mit denen, die ich von DigiKey bekommen habe. Ich meine, dieses seltsame Footprint, das ist auf jeden Fall schon mal gleich. Das dürfte jetzt nicht so gängig sein. Aber wenn wir mal hier gucken, das hier, das ist einer der Chips von DigiKey. Da haben wir den PS63021 TI34F S33P. Wenn wir hier das andere nehmen, dann sehen wir schon ein bisschen andere Font. Und da war auch den PS63021, also die Typennummer stimmt, TI auch, 97K, aber dann jetzt AY1X. Und was ganz interessant ist, wenn wir mal auf dieses Tape gucken, AY1X, AV93, die heißen irgendwie alle anders. Das ist ein bisschen, wie sagt die Jugend heute, sus. Denn bei den DigiKey-Modellen ist definitiv die letzte Zeile auch immer gleich. Naja, aber mich interessiert primär natürlich, ob das Ding funktioniert. Ich habe mir also mal eins von den Boards geholt, habe dann entsprechend Minus und Plus am Ausgang angeschlossen und eine Spannung reingegeben. Erstmal mit sehr, sehr geringem Current Limit und das sieht gut aus. Bei 3,7 Volt rein sehe ich am Ausgang 3,386 Volt. Ein bisschen hoch, aber die Richtung stimmt. Und was mich auch hier schon mal positiv überrascht, 0,0000 Ampere. Oh,
Das Ding braucht in diesem Zustand offensichtlich weniger als 100 Mikroampere, laut dem Messgerät. Und das können wir auch bestätigen. Ich habe das Messgerät dann mal umgestellt, entsprechend auf hier einen genaueren Spannungsbereich. Und da sehen wir jetzt hier im Leerlauf ohne Last ungefähr 29 Mikroampere, 30 Mikroampere, so um den Dreh. Bei 3,5 Volt, wenn wir die Spannung ändern, ändert sich das natürlich auch. Aber ja, ich würde mal sagen, alles unter 50 Mikroampere. Und wisst ihr, was das Beste an der Sache ist? Das, was ich gerade getestet habe, das ist tatsächlich einer von den Chips, die ich aus China bekommen habe. Das heißt also, es ist zumindest mal kein funktionsloser Sand, sondern anscheinend tatsächlich irgendetwas, was 3,3 Volt produzieren kann. Plus minus ein bisschen. Für die restlichen Messungen habe ich dann nur Last angeschlossen, also zumindest eine kleine, diese wunderschöne rote LED hier mit Vorwiderstand. Die ist nicht hell, aber sie macht zumindest mal ein bisschen Last, nämlich, wenn wir hier gucken, bei 3,3 Volt Ausgangsspannung ungefähr 2,15 Milliampere. Das ist also jetzt die Last, mit der ich die ganzen Sachen hier durchteste. Und ich bin dann hingegangen und habe die Eingangsspannung, die ins Modul reingeht, zwischen 4,2 Volt und 1,6 Volt hin und her geregelt und mal notiert, wie es da aussieht. Und wenn wir schauen, kriegen wir diese wunderschöne Kurve hier. Ja, das ist die Effizienz von diesem Modul. Ich mache mal einen sehr großen Stern dran, denn ich habe jetzt nicht alles hier kalibriert und gegengemessen. Da ist ein paar Prozent Messungenauigkeit drin, aber zumindest die grobe Hausnummer sollte passen. Und wenn wir das Ganze mit den anderen Chips machen, wird der Fehler wahrscheinlich ähnlich sein. Und ja, hier dieses Modul, was ich aus China bekommen habe, hat eine Effizienz im Schnitt über den ganzen Bereich von 88,5%. Wie gesagt, grain of salt, aber zumindest mal ist es eine grobe Hausnummer. Genauere Messungen, die kommen dann in einem späteren Video, wenn ich das Ganze gegen andere Module antreten lasse. Und diese Messung, die habe ich dann wiederholt mit den beiden Chips von DigiKey und mit dem zweiten aus China, den ich mir noch geholt hatte. Und was soll ich sagen? Das hier sind die Kurven. Und wenn wir jetzt drauf gucken, sehen wir etwas, was ich so ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Und zwar sehen wir, dass zwischen 4,2 Volt und so 3,8, 3,6 Volt, da ist eigentlich alles noch ganz gut beieinander bei 90% plus. Aber danach, dann sehen wir irgendwie zwei Gruppen. Wir sehen nämlich rot und blau oben mit einer besseren Effizienz und grün und gelb weiter unten mit einer schlechteren Effizienz. Und was soll ich sagen? Die Dinger, die ich in China gekauft habe, die Batch, die macht hier tatsächlich eine bessere Figur. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Messung mit einer Last und nur mäßig geeignet, um sinnvoll zu vergleichen. Aber ich würde sagen, eine Ableitung können wir hier aus dem Ding ziehen, nämlich die, dass sowohl die Chips, die ich in China gekauft habe, als auch die Chips, die ich in den USA gekauft habe, beide ihre Aufgabe erfüllen und sich offenbar nicht um irgendwelche Fälschungen handelt. Denn dann wären die Ergebnisse wahrscheinlich deutlich größer auseinander. Zur Sicherheit habe ich natürlich auch mal mit höheren Lasten mal eine kurze Messung gemacht. Da habe ich jetzt keine Messreihen. Aber es ist nicht so, dass das Ding irgendwo groß rausfällt. Und wisst ihr, was mich auch überrascht hat? Dass die Tabelle überhaupt zustande gekommen ist. Denn, naja, das waren jetzt 4 Boards in Revision 1, die ich per Hand bestückt habe. Und alle 4 haben beim ersten Versuch funktioniert. Welche Hexerei ist das hier bitte? Sowas kommt sonst nie vor. Und ja, jetzt habe ich hier die Boards, die für quasi alles benutzbar sind. Im Spannungsbereich von, ich glaube, 1,6 Volt war es Untergrenze bis hoch auf 5,5 Volt. Das heißt, ich kann das sowohl einsetzen für hier die 18650er auf NMC-Basis. Ich kann es auch einsetzen für LFP-Zellen. Ich kann es einsetzen, ich meine auch für Natrium-Ionen-Akkus. Und mit den 5,5 Volt aber auch genauso gut, wenn ich irgendwie einen 5 Volt USB-Anschluss habe und die effizient auf 3,3 Volt runterdrücken möchte. Alles Einsatzzwecke hier für dieses wunderschöne Board. Wie gesagt, wird noch ein Teil 2 geben, wo wir dann mal gucken, wie das denn unter verschiedenen Lasten sich schlägt gegenüber einem LDO, gegenüber den generischen Modulen mit Stepdown und so, die man im Laden findet. Das aber dann in einem eigenen Video. Fürs Erste kann ich aber jetzt hier auf jeden Fall schon mal weitermachen, denn die 4 DIY-Spannungsregler tun offensichtlich alle, was sie sollen.